shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich wollte euch heute eigentlich einen coolen Outfit-Glitch zeigen. Also der Outfit-Glitch ist jetzt nicht so cool, aber weil er so einfach ist, dachte ich mir, ich zeig den euch mal kurz. Hab mir extra noch eine Sonnenbrille organisiert, keine Angst, ist nicht meine, die habe ich mir von so einem Typen gerippt. Und dachte mir, komm, ich zeig das euch jetzt einfach mal ganz kurz. Weil er so super einfach ist, wollte ich euch den unbedingt zeigen und habe mich schon ein bisschen drauf gefreut. Ich zeige euch jetzt gerade mal das Outfit, und zwar hier dieses Bugstar-Zeichen auf dem Heist-Overall. Und ich dachte mir, hä, weil es sowas noch nicht gab in GTA 5 Online, dachte ich mir, ich zeige euch den, weil er vielleicht ganz cool ist. Und der ist so einfach, man braucht eigentlich nur den roten Heist-Overall, steigt in irgendein Auto ein, geht dann über das Interaktionsmenü auf den Secure-Reserve oder VIP-Gedönse, geht dann auf Verwaltung, auf Stil, ändert ganz kurz das Outfit, sondern ihr drückt einfach nur nach rechts, wartet kurz, drückt wieder nach links oder rechts, links, links, rechts, je nachdem, scheißegal, geht aus dem Menü raus, steigt aus dem Auto aus und schon habt das. Aber weil man dieses Outfit nicht speichern kann, weil sobald man in den Klamottenladen geht zum Speichern oder in den Kleiderschrank geht oder es stirbt, verschwindet das Outfit. Und deswegen zeige ich euch den Glitch nicht, und deswegen gibt es heute kein Video. Ciao.